Auf der Kreisstraße zwischen Sebeko und Berlinchen hat sich in der Nacht ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Als Ersthelfer an der Unfallstelle eintrafen, breiteten sich schon erste Flammen im Motorraum des verunfallten Mercedes aus. Ein Autofahrer zog den schwerverletzten Mann geistesgegenwärtig aus seinem brennenden Wagen. Zwei zufällig vorbeifahrende Rettungsassistenten aus Wittstock leisteten umgehend erste Hilfe. Die Feuerwehr muss aber nicht nur den Wagen löschen, sondern sucht auch nach weiteren möglichen Insassen. Durch den Rettungsdienst wurde der Fahrer von dem verunfallten Fahrzeug versucht zu befragen. Er kann sich aufgrund seiner schweren Verletzung leider nicht erinnern, ob vielleicht noch eine zweite Person oder eine dritte Person im Fahrzeug war. Deswegen müssen wir als Feuerwehr jetzt hier unsere Kräfte bündeln. Wir haben jetzt nebenbei noch die Brandbekämpfung zu laufen. Wir müssen die Kräfte bündeln und müssen versuchen, jetzt eine Nachsuche einer eventuell fehlenden zweiten Person zu machen. Diese Befürchtungen bestätigten sich aber glücklicherweise nicht. Der Fahrer war allein im Fahrzeug. Nach Polizeiangaben kam der Fahrer nach links von der Fahrbahn ab, schleuderte gegen einen Baum und überschlug sich daraufhin mehrfach. Der Einschlag am Baum war so heftig, dass dieser nach dem Unfall umzustürzen drohte. Die Feuerwehr musste den Baum anschließend fällen. Der Unfallwagen brannte vollständig aus. Polizei und Feuerwehr lobten das Verhalten der Ersthelfer vor Ort. Sie haben vorbildlich gehandelt. Matthias Krüger räumt unterdessen auch mit einem leider weit verbreiteten Irrtum auf. Viele haben natürlich gerade durch die Geschichten, die in den Medien bzw. in den Hollywood-Filmen teilweise auch verfälscht dargestellt werden, dass Fahrzeuge, wenn die verunfallen, sofort explodieren, in Flammen aufgehen. Das ist natürlich nicht so. Ein Fahrzeug fängt auf jeden Fall erstmal langsam an zu brennen, langsam an zu qualmen. Also so wie hier sich das Bild dargestellt hat, hat der Ersthelfer auf jeden Fall noch die Möglichkeit gehabt und auch die Zeit, die Person aus dem Fahrzeug zu retten. Das Fahrzeug, wie gesagt, hat langsam angefangen zu brennen. Also die Personen oder die Ersthelfer, die hier vor Ort kommen bei solchen Sachen, haben immer die Möglichkeit, die Person zu retten. Die Kreisstraße zwischen Sebeko und Berlinchen musste mehrere Stunden voll gesperrt werden. Die Kriminalpolizei nahm doch in der Nacht die Ermittlungen auf.